Ist die Frage, ob Nemesis sein Söhnen helfen wird, falls ich sie dann angreife. Naja. Euer Casino ist zu klein. Ah ja, stimmt, das habe ich glaube ich schon vergrößert, aber ich habe es noch nicht größer gemacht. Ach ja, unter Fädenstück sehe ich gerade immer noch. So. Ich denke mal, von hier oben haben wir Ruhe. Von da unten haben wir auch Ruhe. Hübsche Feuerkessel. Übrigens. Und dann würde ich sagen, wir haben auch den Weg zu Söhnchen Nummer 2 gefunden. Eure Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Aber ich werde jetzt nicht gleich angreifen gehen. Ich werde erstmal meine Kreaturen trainieren. Deswegen wird hier die Brücke etwas weggemacht. Wir graben uns dann hier so außenrum, hier in sein Casino rein und durch sein Casino greifen wir ihn dann an. Hat Nemesis eigentlich eine Arena? Jetzt mal ganz dumm gefragt. Nemesis hat eine riesige Folterkammer und sowieso er hat eine Arena. Also könnte ja theoretisch eher seine Kreaturen auf Stufe ja, sag schon, auf Stufe 8 bringen, was er wahrscheinlich aber nicht tut. Es sieht so aus, als ob wir unsere Salamander alle schon mal auf dem höchsten Level haben. Also, ups. Hauen wollte ich sie jetzt nun wirklich nicht. Also werden die sich mal ein bisschen in der Arena hochtrainieren. Ich finde es lustig, dass ich immer irgendwie Salamander als Haupttruppen habe. Ich hätte lieber gern mal so 20 schwarze Ritter. Na, die sind noch immer dabei, sich gegenseitig zu vermöbeln. Die Schlacht in der Arena ist vorbei. Sehr gut. Alle Salamander werden abgeholt. Die Skelette bejubeln diese Salamander. Ich glaube, dann werde ich mal die Teufel und den Vampir noch mit reinwerfen beim nächsten Mal. Was macht der Vampir eigentlich gerade? Der ist Level 1 und betet für Mana, was ich gerade gar nicht brauche. Und meine eisernen Jungfrauen, die sind auch dabei, sich zu foltern mal wieder. Ihr könntet theoretisch auch trainieren. Übungsgeräte haben wir ja genug. Zur Not stehe ich euch noch mehr zur Verfügung. So, das sieht eigentlich jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Also wir haben einen guten Ausgangspunkt. Wir haben unsere Einfallrouten schon mal. Ich meine, juhu, guckt euch hier seine riesige Verteidigung an, die ist schon eigentlich nicht schlecht. Aber wenn wir hier rum über sein Casino reinkommen, bringt ihm die nichts. Genauso er hier, er hat hier einen riesigen Wachposten.
Aber der bringt ihm auch nichts, wenn wir über seinen Schlafsaal einmarschieren. Und naja, Nemesis. Hat dann auch nicht mehr besonders große Chancen. Gut, er hat hier so seine Verteidigungen, aber Pustekuchen. Dich heilen? Und dann alles reinwerfen. Na mal viel Spaß. Oh, da ist irgendwas Level 1 noch dazwischen. Das ist der Vampir. Du solltest doch trainieren. Und der erste Salamander ist draußen. Sobald der Kampf dann rum ist, sollte ich meine Ims noch mal Geld scheffeln lassen. Wir haben zwar noch einiges an Kohle, aber sicher ist sicher. Also ich werde Nemesis garantiert nicht von vorne direkt angreifen. Ich greife ihn am besten da an, wo seine Verteidigung am dünnsten ist. Naja, das wäre eigentlich von hier hinten. Aus. Über seinen Kerker. Ja, ich glaube, so werde ich das auch machen. Er hier sieht mir aus wie der einfachere Gegner als er hier, weil er hat seine Truppen größtenteils im Casino. Rumhängen. Der andere hat seine gesamte Kohorte an Elfen, das ist fast das einzige, was er hat, bis auf ein paar Jungfrauen, hat er vorne bei den Wachräumen rumhängen. Also ich denke mal, ja, so rum angreifen ist besser. Na gut. Würde ich mal sagen, wir holen uns noch mal etwas Gold. Um hier die Goldreserven etwas aufzufüllen. Und dann. Eure Geschöpfe sind zufrieden mit der Effizienz eures Dungeons. Es ist Zahltag. Ja, schön. Eure Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Lass dir das alles wiederholen muss, was ich gerade schon gelesen habe. Manchmal würde ich ihn schon gerne ausstellen. Aber dann verpasse ich die wichtigen Nachrichten vielleicht. Die soll es ja angeblich auch geben. So. Das war erstmal wieder genug Gold, Leute. Schatzkammer ist auch fast voll. Das heißt, es ist wieder Salamander und Teufler. In den Kampf schicken. Aha.
Ja, das habe ich gemerkt, dass die zu klein ist. Es geht langsam mal mit meinem Vampir trainieren. Wenn ich das richtig sehe, hat Nemesis nur diesen vorderen Ausgang. Und so wie es aussieht, geht er auch gar, verlässt er seinen Dungeon auch gar nicht. Naja, wenn ich Glück habe, kann ich hier diesen Dungeon übernehmen. Und für mich nutzen. Aber erstmal den kleineren grünen. Na, meine Salamander sehen so aus, als ob sie fast schon das nötige Level dafür erreicht haben. Ich meine, so kriege ich auf jeden Fall noch ein Portal. Krieg all seine Räume. Noch ein Geldvorkommen. Und ich glaube, er hat auch eine Mana-Gruft. Er hat keine. Er hat keine, also ist er eigentlich so gesehen das kleinere Übel. Die Schlacht in der Arena ist vorbei. Aber er hat eine. Hier hinter der Tür. Damit ist er eigentlich das wichtigere Ziel. Ja, Zungenbrecher. Hat er überhaupt einen. Ja, er hat hier den Edelstein. Und einen Schlafraum. Was auch immer der da soll. Hier müsste ich über Werkstatt und Hühnerfarm. Hier müsste ich über Portal und Gefängnis. Portal und Gefängnis klingt besser. Gut. Wie sieht's in der Arena aus? Da hängt nur noch der eine Teufel rum. Skelette würden sich da drin ja gegenseitig töten, deswegen. Lassen wir dies mal, wo sie sind. Vampir muss schlafen. Aber ich denke mal, so gesehen sind wir jetzt schon mal gut vorbereitet. Aber zur Sicherheit, da der Dungeon so, schon so gut läuft, speichere ich mal kurz ab. Spiel gespeichert. So. Ich weiß, habe ich bis jetzt, glaube ich, in meinem Let's Play gerade. Habe ich bis jetzt in diesem Let's Play nur einmal gemacht, glaube ich. Beziehungsweise damals ist mir die Aufnahme abgeschmiert, indem ich das gemacht habe. Ich stelle euch meine Dienste zur Verfügung. Es braucht sie nicht. Und ja, Horny sagt schon, stellt uns seine Dienste zur Verfügung. Also. Grabt für mich. Es gibt Arbeit. Und zwar Knochenarbeit.